Leute, habt ihr schon von Apache 207 gehört? Und Mama, bin ich einmal wieder nicht daheim? Will ich, dass du bitte keine Träne weinst, denn ich bring Brot nach Hause. Brot nach Hause. Der Newcomer aus Ludwigshafen/Mannheim bringt gerade nicht nur das Brot nach Hause, sondern befeuert mit seiner aktuellen Single seinen Hype. Aber an irgendwen erinnert mich der Typ. Ah ja. Warum Apache 207 tatsächlich das nächste große Ding sein könnte und welchen seiner Songs ich problematisch finde, das seht ihr jetzt. Auf den ersten Blick bringt Apache 207 alles mit, was man zum Durchstarten braucht. Eine markante Stimme, einen extravaganten Hypebeast-Fashion-Style, einen abwechslungsreichen Sound mit einer Portion Cheesiness, no offense und, ich sag's wie es ist, ein sweeter Typ ist er auch. Dude, was hab ich denn auf dem Rücken? Sweet! Und was hab ich auf dem Rücken, Dude? Das hat anscheinend auch Rap-Kollege Bowser überzeugt, der ihm gleich einen Vertrag bei dem Label Two Sides besorgt hat. Mit kein Problem hat Apache auch gleich einen absoluten Überhit im Gepäck. Mit fieser Ohrwurm-Hook und glamouröser Rollschuh-Action. Aber kein Problem, aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Neben den Schuhen rollt bei Apache 207 auch der Hype-Train. Einige von euch haben den ja schon entdeckt und viele sagen, er wird der nächste große Senkrechtstarter im Deutschrap. Aber hat er auch das Zeug dazu? Das versteht sich. Von selbst, dass er niemals seine Hut verlässt, wegen paar Kröten mehr in seiner Lederbauchtasche. Er ist famous. Apache 207 hebt sich definitiv von der Deutschrap-Masse ab. Vor allem durch seine kreativen Videos. In denen verzichtet er meist auf gängige Klischees oder spielt mit ihnen, immer mit einem Augenzwinkern. Viele um mich herum sind nur da, weil fette Karren glänzen, ey. Weil sie auf meine Gage setzen, ey. Er setzt auf Konzeptvideos, die jedes Mal einen ganz eigenen Vibe haben. Zum Beispiel No No, in dem alles rückwärts läuft. No No, No No, No No, No No, No No, wir werden niemals down, No No. Ich glaube kaum, No No, No No. In seinen Style und seinen Sound fließt immer eine gewisse 80s-Ästhetik ein. Hört man zum Beispiel an den Synthies in Sidechicks. Sidechicks schicken mir Kuss. In den Kommentaren wird Apache deshalb gelegentlich auch als Falco des Deutschraps bezeichnet. Klingt erstmal super weird, aber vielleicht ist da auch was dran. Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's abgewendet. Falco und Apache haben schon mehr gemeinsam als nur die Sonnenbrille. Ein mutiger Style, Hang zum Exzess, mit abgefahrenem Humor und Selbstironie, kurzum, das Zeug zur Stilikone. Du Bastard, du Schwätzer. Du kannst viel, aber Mann sein nicht. Apache, der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Natürlich ist Apache 207 nicht nur Trash und ernst zu nehmen. Aber im manchmal todernsten Deutschrap-Game ist er schon ein Exot. Sein Sound wirkt durch den Einfluss von Eurodance, 80s-Pop und Disco verspielter als von den meisten anderen Kollegen und setzt nicht nur auf angesagte 808 und Latin-Beats. Aber klar, die gibt's schon auch. Sechsstellig, weil sie meine Straßen jetzt kennen. Kann ich arbeiten mit klarem Sichtfeld? Wär schön gewesen, du Barbie, ich kenn. Ich liebe dich, doch hasse mich selbst. Apaches andere Stärke, er kann singen. Und zwar so richtig. Ich weiß noch ganz genau, wegen Armut als Kind am Wein. Die Vergänglichkeit von armen Menschen der beste Freund und von Reichen der schlimmste Feind. Man kann also sagen, dass Apache 207 verdammt viel richtig macht. Es gibt aber auch Dinge, die ich nicht so geil finde. Zum Beispiel seine allererste Single, Kleine Hure. Du kleine Hure, du kleine Hure, du kleine Hure. Boah ja, Leute, wenn es da einen doppelten Boden oder Witz gibt, dann verstehe ich ihn nicht. Wenn Apache da mit seinem lässig schnipsenden Bubi-Chor hinter dieser Frau hinterherstalkt, finde ich das einfach sexistisch. Und einige Leute haben in den Kommentaren dieselbe Meinung. Das wirft einfach einen negativen Schatten auf das Zeug, was er danach rausgeballert hat. Ich hoffe, das bleibt einfach bei einer einmaligen Jugendsünde und er lässt das sexistische Zeug in Zukunft weg. Aber es ist noch nicht alles. Indianer, Apache, den Bitches gefällt, was ich auf Insta poste. Indianer, Apache, oh.
oberkörperfrei auf Insta-Posen. Indianer, Apache, ich stehe hier mit meinem Hemd in der Hose. Denn ich bin Indianer, Apache, Deutschraps Miroslav Klose. Ja, wir müssen auch über seinen Künstlernamen reden. Apache inszeniert sich hier ganz klar als jemand mit amerikanisch-indigener Herkunft. In Artikeln heißt es aber, dass er türkischer Abstammung ist. Er gibt leider auch keine Interviews und deshalb konnte ich nicht mehr über seinen Background erfahren. Sollte er aber keine amerikanisch-indigenen Wurzeln haben, reden wir hier von Cultural Appropriation, kultureller Aneignung. Heißt, jemand bedient sich zu Styling- oder Verkleidungszwecken an zum Beispiel Klamotten oder Accessoires einer anderen Kultur, oft ohne dabei die Bedeutung zu kennen oder den Wert zu respektieren. Berühmtes Beispiel: Blackfacing. Apache inszeniert sich dann im Video zu Kein Problem auch noch klischeehaft vor Totempfahl, im Federkleid, mit Kriegsbemalung. Schwierig. Because it's so inaccurate, it almost feels like a joke. Like someone's making fun of me and all the things that my people fought and died to hold on to. I don't think anybody is making these costumes to be deliberately racist. I actually think I have more of an authority to tell you when it's offensive and that sort of thing, because I've lived with this my entire life. In den USA wird die Debatte um Cultural Appropriation schon heftiger geführt als bei uns. Da bekäme Apache deutlich mehr Gegenwind, sollte er keine indigenen Wurzeln haben. In Deutschland ist die Debatte noch nicht so weit. Servus. Zusammengefasst. Apache 207 hat eigentlich alles, was man zum Durchstarten braucht. Krasse Stimme, nicen Style, geile Videos und Hits im Gepäck. Und hey, er ist schon ohne große Promo-Aktion zum Klickmillionär geworden. Der Hype ist seit einem Jahr organisch und stetig gestiegen. So baut man sich eine treue Fanbase auf. Apache 207 ist definitiv ein Typ, der Abwechslung in Deutschrap reinbringt. Er wird seinen Erfolg so oder so einfahren und wenn er in Zukunft dann noch das sexistische Zeug weglässt, bin auch ich voll dabei. Oder was meint ihr? Ist Apache 207 das nächste große Ding im Deutschrap oder ist er so schnell weg, wie er kam? Schreibt's mir in die Kommentare. Ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft. Abo dalassen, Glocke an. Und wenn ihr sehen wollt, welche Berliner Rap-Crew richtig frischen Wind in die Deutschrap-Szene bringt, klickt hier auf mein Video zu BAZ. Ciao, bis nächste Woche.